Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Runde World of Tanks. Ich sitze im X50B, bin auf Overlord gelandet und habe ein richtig beschissenes Matchup erhalten. Jagd E2, also reines 10er-Gefecht, zwei Lights und eine Arti. Also Arti gibt es, gibt ein EBR, gibt eine Maus. Jetzt, die ist jetzt nicht wild, aber die hat halt einfach viel HP. Gibt ein S-Kong, gibt einen Chief Tank, gibt einen hier 907, zwei FVs und ein Jagd E, wie gesagt. Und das alles, und weil ich hier euch diese eine Position mal zeigen wollte. Ich sehe hier oder habe hier noch nie jemanden stehen sehen. Und ich frage, also jetzt hier mit dem 50B stehen, absolut außer Frage, dass das ein bisschen overpowered ist und dass das hier vielleicht auch fehl am Platz ist. Dessen bin ich mir bewusst. Aber ihr könnt mir gerne mal in den Kommentaren schreiben, bei diesen Gegnern, wo würdet ihr mit einem 50B hinfahren? Also meine Standardposition wäre ja hier so als Äquivalent, ne? Aber Haldon gegen S-Kong und Chieftain antreten, nein. Und nicht mit zwei FVs, die hier hinten irgendwo im Hintergrund hocken. Nächste Sache, wo ich gerne hier hingehe, ist hier am Bunker mit Arti mit ne, nee. Nächste Sache wäre halt hier unten, aber da ist das gleiche Spiel mit S-Kong und Chieftain und Arti. Also, und Beach fällt für mich als Anfangsposition zumindest komplett aus. Da fahre ich nie am Anfang hin. So. Also, ihr seht, was ich mit dieser Position meine. Auch wenn ich jetzt hier tatsächlich ein bisschen wenig bei. Also, wenn. Es kommt halt nicht viel bei rum gerade. Ich kann euch hier mal kurz die Posi zeigen. Direkt neben dem Cap. Ich habe hier die mal als FV gefunden. Und konnte dann halt hier richtig schön Schaden machen. Gleichzeitig, wenn der Panzer hoch genug ist, könnt ihr hier über diese LED schießen. Auf die Panzer, die halt hier stillstehen. Und ihr könnt, wo ist das? Hier hinten beim Light. Hier sieht man gerade nicht. Hier oben hinschießen, wenn die Leute dann, also ihr müsst da halt einen Meter nach rechts fahren. Aufgehen tut er ja nicht. Könnt ihr halt hier hinten auf die Leute schießen, die dann halt pushen wollen. Und ja. Das wollte ich euch hier einmal zeigen und ich, wie gesagt, ich habe halt tatsächlich einfach nicht eingesehen, jetzt hier irgendwie Haldon gegen irgendeinen anzutreten, der mich dann einfach eiskalt auseinandernimmt. Keine Ahnung, ob das Pussy-like ist oder ob das dann irgendwie, also ich erkläre mir das so, warum sollte ich dem Gegner Free HP geben und dann halt ohne groß Gegenwehr leisten zu können. Also so stelle ich es mir jedenfalls vor. Dann sozusagen aus dem Spiel rausgehen. Natürlich ist das jetzt gegebenenfalls für euch als Zuschauer ein bisschen langweilig, aber wie gesagt, ich habe das jetzt hier auch einfach mal als Grund genommen, euch diese eine Posi zu zeigen. Man kommt ja nicht alltäglich dann mit dem richtigen Panzer auf genau so eine Map, wo man mal was zeigen wollte. So. Jetzt haben wir unten links eine Maus. Hab zwar gerade gesagt, so Beach ist nicht, aber wenn die Maus da jetzt alleine sein sollte, wovon ich ausgehen muss, also kann, weil die Maus der erste Panzer ist, der da ist. Jetzt hier ganz kurz nochmal geluschert. Der Leo sah so aus, als könnte man ihn treffen. Aber leider sah das auch nur so aus, weil man sieht das. Man sieht den Panzer nicht. Zu viele Häuser. Aber ich kann euch sagen, jetzt geht's los. Also jetzt gleich. Ganz gleich. Maus auf jeden Fall jetzt hier Ziel meiner Träume. Will jetzt hier natürlich nicht einfach blindlings reinfahren. Gibt immer noch einen FV und dann jagt ihr, die beide im Platoon sind, die noch nicht auf waren. Dementsprechend einfach ein bisschen vorsichtig sein. Die könnten jetzt halt auch hinten, also hinter der Maus irgendwo stehen, hier irgendwo auf der E-Linie, hier hinten oben auf dem Ding drauf, hier hinten irgendwo als Backup, ne, so außerhalb vom Spot Range auf dem MVY. Dementsprechend jetzt hier kurz gewartet, dass die Maus nach hinten fährt, so dass sie mich nicht aufmacht, wenn ich jetzt hier vorfahren will. Ich fahre zum Schiff, versuche jetzt hier so doll wie möglich halt irgendwie Cover zu kriegen. So. Erstmal hinfahren, dann durchaimen, dann schießen. So, guten Tag, Batchet. Ja, den gönne ich dir. Ich lade jetzt einfach mal fix nach. Ja.
Da bin ich einmal auf. Also deswegen bin ich mit so einem Panzer dann immer übervorsichtig. Ich bin halt einmal auf und schon werde ich von einer Arti gefokust, die hier hinten steht. Also kann mir keiner erzählen, dass ich der Einzige war, der auf war. Und dass sie, oder dass sie halt just in diesem Moment gerade hierher gezielt hätte. Aber sind nur 92 HP, also jammern auf hohem Niveau. Ich bin nachgeladen. Gehe jetzt hier einmal Jalla angreifmäßig in die Maus rein. So, guten Tag Maus. Erbt bald auch noch ab. Das ist schade für dich. Ich gehe direkt in den Reload. Und jetzt ist halt die Überlegung, greift man jetzt hier... Entschuldigung. Greift man jetzt hier weiter an oder nicht? Ich werde mich dagegen entscheiden. Dauert nur einen kleinen Moment. Jetzt geht hier zwar hinten der Jagd hier auf, aber dadurch, dass er hier hinten aufgegangen ist, gehe ich auch davon aus, dass der FV hier hinten ist. Und wenn die Batchet noch irgendwo hier in diesem Areal, auch wenn sie hier oben steht, ne, man muss mich ja nur spotten. Und ich bin jetzt auf jeden Fall HP-mäßig in einem One-Shot-Bereich für den FV. Dementsprechend werde ich jetzt hier auf jeden Fall nicht als Erster fahren. Und wie ihr seht, der MVY hat scheinbar ähnliche Überlegungen. Auf jeden Fall will er jetzt hier auch nicht vorfahren. Und bevor er sich jetzt hier auskekst oder ich mich auskekse, habe ich mich entschieden, jetzt hier direkt wegzufahren. Gar nicht irgendwie groß Zeit verplempern. Dauert zwar halt jetzt seine Zeit, jetzt hier einmal hinten rum wieder hochzufahren. Ist mir aber lieber, als die FV-Kette zu schlucken. Und dementsprechend nehmen wir jetzt hier erstmal den Weg in Kauf. Boah. Die schlimmen Panzer, mehr oder weniger, der eine oder andere zumindest, ist jetzt hier flöten gegangen. S-Kong ist weg, Maus ist weg, 907 ist weg und die beiden Lights, das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Anfang. Aber halt diese Ekelpanzer, diese FV-Dinger und halt der Chieftain, die sind immer noch am Start. Dementsprechend weiterhin aufpassen. Chieftain One-Shot, das ist auf jeden Fall schon mal ein Anfang. Und jetzt hier einfach gucken, dass man irgendwie nochmal was abkriegt. Und ich denke, bisher sieht das, wie gesagt, gar nicht so wild aus. Besonders für das, wie wir hier, also was wir hier für ein Gegnerteam hatten. Oh, Chieftain weg, wunderbar. So. Ist jetzt hier keine Premium-Posi. Arti steht immer noch hinten rechts, okay. Da stehen die ersten Panzer auf. Aber wie gesagt, solange der zweite FV nicht da ist, werde ich mich jetzt hier hüten. Da haben wir ihn. Also richtig entschieden, nicht links lang zu fahren. Zack. Zack. So, konnte gerade eh keiner schießen. Also einfach durchgezogen. Ich bin jetzt zwar direkt in den Reload gegangen, aber ich weiß, die Batchet hat links unten auch gerade geschossen auf den FV. Also ist die auch gerade im Reload und ich bin schneller im Reload als die Batchet. Also einfach straight hinterherfahren. Oh, jetzt macht er auch noch einen Fahrfehler. Also einfach rein da. Zack. Ja, genau. Warnflucht vor dem Feind gibt es hier nicht. Oh, FV noch, One-Shot, ne, kriegen wir nichts mehr ab. Aber dennoch jetzt hier siegreich. Hat rumgekämpft am Anfang, aber ich wollte euch einmal die Position zeigen. War jetzt in dem Fall leider nicht so erfolgreich. Aber ich denke, ihr habt verstanden, was ich damit sagen wollte. Und ich glaube auch bei dem Matchup, was wir da als Gegner hatten, die, was war hier, S-Kong, Chieftain, 2 FV, 3 FV, oder? Ganz kurz gucken. 1, 2, auf jeden Fall 2 FV, 907 Chieftain, wie gesagt, etliche Hardcore-Panzer. Und ich glaube, da war das echt gut, dass wir da ein bisschen gekämpft haben am Anfang. Ich bin jetzt hier insgesamt mit 3 Kills rausgegangen. 4003 Schaden durfte ich machen. 390 sind gebounced und 1296 habe ich noch unterstützt. Das Ganze hat jetzt hier fürs Überlegenheitsabzeichen Stufe 2 gereicht. Und gleichzeitig auch noch für den zweiten Platz mit 926 XP bin ich da gelandet.
Oft habe ich nicht geschossen, aber zumindest 10 von 10, ne, sind auch angekommen und haben gepennt. Und obwohl ich jetzt hier only Gold geschossen habe, habe ich genau 108 Credits plus gemacht. Mal ganz kurz gucken hier. Oh ja, die arme Maus hat tatsächlich viermal geschossen, ist viermal abgeprallt. Kein Schaden gemacht. Ne? Da durften wir auf jeden Fall ernten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich konnte euch ein wenig unterhalten. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal.